Morgen 7 am Samstag, am 17. März, am BZB. Nicole Hofbauer trägt das ab, was ich erwartet habe. Ludothek CH. Nicole Hofbauer ist mir bekannt natürlich als Ludothekarin bei der Ludothek Werdenberg. Ja, und dann bin ich nachgelaufen. Und was habe ich da gesehen? Der Hans-Rudi Buchrösche kennt, aber der Heini Senn, was macht der da? Der Ortspräsident? Ja, wegen der Frau ist er hergekommen, die arbeitet in der Ludothek. Auch deine in der Aula ist einiges zu und her gegangen. Wasser mit Kohlensäure, ohne Kohlensäure, man hat nichts dem Zufall überlassen. Und dann sind zwei, drei Frauen gekommen mit so Reisekoffern und bei der habe ich gedacht, das muss sie sein, das muss die Präsidentin sein. Und meine Eingebung, das, was man den Männern mal abseit, hat gestimmt. Ja, Erika Rudisus, also du bist die Oberspielchefin hier. He? Wie bist du zu dem gekommen? Hast du immer gerne gespielt? Ich habe schon immer gerne gespielt und früher eigentlich Bibliotheklis gespielt. Und jetzt oh, was heisst das? Bibliotheklis. Man tut alle Bücher, die man findet im Haus, auslegen und nachher die wieder ausleihen. Weil ich dann die Ludothek noch nicht kennt als Kind. Mein Gott, du bist schwammen, oder? Was bin du bist ich? Selber Kind, oder? Ja, ja. Ja, ja. Aber wenn deine Kinder das alles ausbreitet, was sagst du denn? Du bist eine schwierige Tochter gewesen, hä? Ich habe es auch wieder aufgeräumt. Ah, so, okay. Ja, ja, das war kein Problem. Gewesen. Und das Spielen hat dich also schon immer fasziniert. Jawohl, ja, ja. Und dann hast du gedacht, das wäre für andere auch etwas. Und wenn man nicht alles zahlen kann, macht man eine Ludothek. Oder was ist denn der Hintergrund von so einer Ludothek? Ja, also man kommt günstig zu Spielen. Ich bin eigentlich dazu gekommen, weil mich einfach eine Kollegin gefragt hat, ob ich im Vorstand kommen wollte, mithelfen, zuerst in der Ludothek und nachher. Als ich dann dort mein Präsiamt abgegeben habe, nach 10 Jahren, habe ich dann gefunden, jetzt könnte ich ja noch eine Stufe höher. Dann habe ich dann wieder unten angefangen im VSL und jetzt bin ich halt Präsidentin. Also Präsidentin heisst, du bist Ludothek-Chefin von der ganzen Schweiz? Jawohl, genau. Weißt du, was mir auffällt? Nebenzu lassen diese zwei Frauen zu. Ja. Beim Aufräumen, beim Aufräumen ohnehin, aber beim Einrichten waren es auch lauter Frauen. Zumindest deine, gut, okay. Ein Ehemann war, wegen der Frau mitkam, dann der Hans-Rudi, der Bucher. Ja, aber genau. Sonst sind es eigentlich lauter Frauen. Ist das irgendwie ein Frauenjob, weil es gratis gemacht wird, oder wieso? Das hat schon mit dem zu tun, dass da einfach ein Haufen Frauen am Arbeiten sind, weil Männer sind so in den traditionellen Rollen eigentlich am Geld verdienen. Aber wir arbeiten daran, dass das auch in den Ludotheken möglich wäre. Aber ist trotzdem etwas, was zahlt ist, ist nicht gar alles gratis. Oder kostet ja auch eine Stange Geld, oder das Ganze? Ja, wobei eben etwa 50% von den Ludothekarinnen arbeiten wirklich ehrenamtlich. Wir als VSL-Vorstand übrigens auch. Hoppla. Und jetzt könnt wie viele Delegierte können jetzt hierher? Heute sind es 170 Delegierte, die kommen. Ja, aus der ganzen Schweiz. Ja. Keine Männerquote? Ja, es hätte so ein paar Vereinzelte, aber das sind dann wirklich die Hahn im Korb. Ja, so wie der Hans-Rudi, der das heute organisiert. Ja. Genau. Jetzt nochmal, wenn du jetzt daheim bist, spielst du dann auch noch? Ist Spielen immer etwas, was dir Spass macht? Ja, ich spiele jeden dritten Mittwoch mit den Ludothekarinnen und zwischendrin schieben wir einmal noch einen ein, wenn wir gerne wieder einmal eine Runde würden machen und die gerade alle sturmfrei haben oder so. Was macht denn dir so Freude am Spielen? Ich kann einfach Zeit vergessen, ich kann es lustig haben, ich kann mich mal auf etwas ganz anderes konzentrieren. Es ist für mich, auch wenn ich verliere, Entspannung pur. Das ist ein Stichwort. Der Hans-Rudi Reimer könnte nicht verlieren. Darum können wir mal auch noch das spielen und denken, wir gewinnen. Also, verlieren können muss ich eben auch, gell? Ja, also wenn ich dann 10 Mal hintereinander verliere, dann habe ich dann auch nicht mehr so Freude. Aber ja, passiert eigentlich selten, dass einer 10 Mal hintereinander verliert. Bei den Spielen, die wir machen. Ich habe Situationen erlebt, wenn ich gewonnen habe, hat man mir irgendwann mal Seil mit Weile, fast um den Kopf herumgeschnabbert und solche Sachen. Also weißt, beim Spielen lernt man auch Nerven zu haben, lernt man auch etwas zu verlieren, lernt man auch mit anderen zusammen zu sein. Ja, und jetzt mit den neuen Spielen, die sehr kooperativ sind, lernt man auch miteinander zu reden, weil man muss ja dann gegen Spiele gewinnen. Und das macht auch noch wirklich Freude. Und das kann aber auch nicht jeder. Gell, und zum Teil sind es recht komplizierte Spiele. Ja. Aber da kann man ja, je nachdem, wer mitmacht, kann man ja dann auslesen, was man gerne würde spielen. Ja, genau. Das Auslesen, das machen engagierte Frauen möglich. Auch in der Ludothek Werdenberg, die jetzt eben 30 Jahre alt wird. Ja, 1941 Spiele, die die Kinderaugen zum Strahlen bringen. Spiel ab 2 Monaten, dann eben bis auf zum Opa- und Oma-Alter. Unglaublich viel Spiel, auch neue Spiel. Ich kann das gar nicht alles aussprechen. Dinosaurier 42, 305, Chip, Lego, etc. Blitz, Platsch,
Pinguin oder weiss was. Auf der Homepage ist das alles schön hergeschrieben. Aber auch wenn man durch die Ludothek durchläuft, wie ihr jetzt gesehen, ist das wirklich etwas Spezielles. Und dann habe ich Hans-Rudi Bucher über die Schulter geschaut. Und er will wissen, ob er das auch spielerisch nehmen kann, wenn ich ihn einfach gerade so belästige. Du, Hans-Rudi, nur ganz kurz die Störung. Ich hatte schon ein Mikrofon in die Hand gegeben. Du bist irgendwie fast der einzige Mann. Warum das? Ja, das ist, glaube ich, weiss auch nicht wieso, weil Ludothek, die sind ja eigentlich gegründet worden von Frauen, ehrenamtlich. Frauen haben die Idee gehabt, früher vor 10, 20 oder jetzt unsere Ludothek vor 30 Jahren, dass wir etwas machen für Spiel, für Kinder, die Spiele ausleihen können und wieder zurückgehen. Und das haben die nebenamtlich gemacht und Männer haben gearbeitet. Und so ist bei von Anfang an eigentlich der einzige Mann in der Ludothekenwelt fast. Mittlerweile hat es ein paar mehr. Mal schauen, wer heute kommt von der Männerwelt. Aber es ist effektiv eine Frauendomäne. Der Heini Schwender, der dabei ist, gell? Der ist wegen der Ehefrau gekommen. Der Heini Senn, meinst du? Oh, Entschuldigung, der Heini Senn. Ja. Genau. Ja, Trotzpräsident. Genau, er hilft uns immer. Und das ist auch so Tradition in der Ludothek Werdenberg, dass eben Männer helfen den Frauen, auch bei Reparaturen oder wenn es eben schwere Sachen gibt, zum Lupfen, dann sind sie da. Es ist eine Delegiertenversammlung, ob 180 ungefähr können das. Also genau. Eine riesige logistische Leistung auch, oder? Ja. Natürlich, oder? Ja, also es braucht einiges an Organisationsvorbereitungen. Wir haben vor einem Jahr schon angefangen. Wir haben uns ja letztes Jahr die Küsnacht vorgestellt, das neue Tagungsjahr 2018. Und dann haben wir etwa 4 bis 5 OK-Sitzungen gemacht. Und jetzt sind wir froh, geht es los. Ja. Es gibt viele so Detailsachen, die man nicht vergessen darf. Und es kommen 180 Leute aus der ganzen Schweiz. Auch Werbung für Buchs natürlich. Gell? Gestern bin ich nicht dabei gewesen, im Städtli und Schloss Werdenberg. Und natürlich dann auch beim Raclette-Essen. Ich habe nicht recht gewusst, wie ich das käsig-fädige Zeug mit dem Beitrag heute verbinden kann. Aber natürlich Werbung für Buchs auch, oder? Es ist totale Werbung für Buchs. Es sind auch viele Leute, die noch nie da waren. Oder vielleicht einmal früher auf einer Schulreise Schloss Werdenberg besucht haben. Und gestern haben wir mit 40 Kolleginnen und Kollegen haben wir eine Führung machen und im Städtli und im Schloss und eben dann im Bistro einen schönen Abend können geniessen. Der Hans-Rudi die Ruhe selbst. Nicole Hofbauer ist umgekurvnet wie eh und je. Er hat sich besprochen natürlich mit denen, die hergekommen sind, eben vom schweizerischen Vorstand. Und dann habe ich probiert, Nicole noch fürs Mikrofon zu kriegen. Aber Nicole, halt, stopp. Nicole, was ist denn heute da deine Aufgabe, Nicole? Meine Aufgabe? Ja. Ich darf die Spielausstellung dann betreuen. Die werden so um die 10:30, 11 Uhr werden sie kommen. Und dann werden wir dann die vorne dran beim Liefereingang herzlich willkommen heißen und dann dürfen sie noch ein bisschen liften und da dann im Lichthof dürfen sie dann alles aufstellen und bereit sein, wenn da die 168, glaube ich. Delegierte, glaube 180, ja, genau. 180 sogar. Ja, genau, ja. Wenn dann die Delegierten dann kommen, ja, nach dem Mittagessen, können sie dann alles ein bisschen anschauen und ausprobieren. Und das sind eigentlich Hersteller, die daher kommen? Ja, zum Beispiel gerade der Mikado, der natürlich bei uns in der Region ist. Ja. Und dann hat es noch andere Spielausstellungen, die kommen von überall her. Also Mikado wäre das eher in Vaduz? Ja, genau, ja, der im Vaduz. Genau. Ja, also das sind dann so Leute, die einfach Spiel vertreiben, wo dann auch eine Geschäftsidee dahinter ist, die nicht so arbeiten wie ihr, nämlich so fast ehrenamtlich. Ja? Nein, das sind wirklich Spielladenverkäufer, wo man die Sachen kann erwerben und kaufen kann. Ja. Ja. Jetzt nochmal, Nicole, du spielst ja fürs Leben gerne. Also ich kann das fast nicht begreifen, dass man so gerne spielt. Warum denn? Oder spielst du jetzt inzwischen nicht mehr so gerne seit dem letzten Interview? Doch, sehr gerne, sehr gerne. Und noch mehr sogar. Mir wird auch immer wieder angesprochen. Ich habe dich gesehen in der Zeitung, im Fernsehen, das ist wunderbar. Aber warum spielst du so gerne? Spielen, das ist das A und O vom Leben mit dem Humor zusammen. Also einfach das Schöne, das Bequeme zu haben. Ist es wirklich Kindheit? Oh, sicher, sicher. Spielen hebt auch jung. Aber heute ist es Stress, gell? Ja, man merkt es in der Schweiz ein bisschen, es ist noch einiges zum Tun, ja. Okay, dann, auf, los geht's los. Und weg war ich, eine von der Ludothekarinnen von der Ludothek Werdenberg. Und dann habe ich gesehen, Werdenberg. Oh. Du heisst Ruth Werdenberg und kommst von Schaffhausen. Genau, ich komme von Schaffhausen. Aber ja, das Werdenberg-Geschlecht ist eigentlich von Alschwil oder Basel, kommt das her. Unglaublich, du. Ja. Und du bist im Vorstand, gell? Ich bin im Vorstand vom Dachverband, ja, vom VSL.
Du hast gesagt, irgendwie jetzt haben wir wegen Männern und Frauen ein bisschen geredet. Also, vorher habe ich schon die Erika, ich glaube, heisst sie Brutti Sauser, ja, gefragt. Genau. Also, es sind vor allem Frauen. Warum denn das? Ja, eben, wie sie auch schon gesagt hat, sie war halt früher noch ehrenamtlich gewesen und die Männer sind gearbeitet und die Frauen haben sich irgendetwas gesucht, was man noch neben den Kindern machen kann. Und ist halt dann, ja, Ludothek ist eine gute Sache, man kann es mit den Kindern verbinden auch. Und die Kinder profitieren auch davon, wenn man die Spiele kennt. Und ja, darum sind halt die Mehrheit eigentlich die Frauen. Aber es gibt je länger, je mehr, immer ein bisschen Männer jetzt auch noch drin, oder? Im Vergleich zu mir bist du natürlich noch sehr, sehr jung, aber die Spiele, die neuen, die sind doch immer recht kompliziert, elektronisch und so weiter. Und ich kenne viele Frauen, die sich schwer tun mit dem. Also, wie geht denn das bei dir? Ja, das ist schon so. Die meisten Frauen tun sich schon schwer oder auch die Leute, um halt Gebrauchsanleitungen zu lesen oder die Spielanleitungen. Wir haben zu Hause halt immer gespielt und mein Mann liest dann nämlich die Spielanleitung, wobei ich lese sie auch und dann... Ja, wenn man viel spielt, dann kann man das schon, dann, weil es ist ja eigentlich schon immer wieder das Gleiche. Es ist einfach ein bisschen anders, aber das Grundprinzip ist eigentlich schon seit Jahren immer das Gleiche bei den Spielen. Und wenn man da ein bisschen Erfahrung hat, dann geht das gut. Apropos du und dein Mann, wenn ihr miteinander spielt, tun ihr das auch? Ja. Wer wünscht denn einmal zuerst die Figürchen oder was auch immer weg und geht auf Fernsehen und sagt, ja, die Nase voll, ich verliere immer? Ah, ja, das ist eigentlich bei uns nicht so die Frage, weil wir schauen relativ wenig Fernsehen und dann lieber spielen. Also, das ist eher der Sohn, der eher davon gelaufen ist, wenn er verloren hat. Aber bei uns zwei ist jetzt das nicht so der Fall. Ich habe einfach Mühe, wenn ich mit ihm taktische Spiele machen muss, dann habe ich keine Chancen. Oder? Hast du schon ein Grosskind? Nein. Nicht? Nein. Weil, weißt du, ich frage, meine Mutter ist 88, die hat ja ein Grosskind. Und dann ein Mädchen von mir, die spielt gerne mit ihr. Und meine Mutter, die gewinnt auch gerne. Ja. Und immer, wenn sie dann verliert, sagt sie, sie hat beschissen. Also, irgendwie. Ja, aber es bringt ja Generationen zusammen, gell? Irgendwie ja, ein Spiel am Tisch zusammen. Und da sind auch viele Ludotheken jetzt dran. Zum Beispiel in Altersheim, mit Schulklassen gehen sie in die Altersheim. Um mit den älteren Leuten zu spielen. Also das Segment hat man auch schon entdeckt in den Ludotheken. Dass das sehr annähernd ist an die Generationen. Und das haben sie auch sehr grossen Erfolg, wenn sie das machen. Tja, ein neuer Aspekt. Spieler ist ins Alter gehen. Spieler hat man an die Vorbereitungen angegangen, drin, sich noch gekämpft und dann eben Katharina Kiefer. Bei dir steht Aktuarin International. Was heisst denn das? Das heisst... Aus Mikrofon lernen? Eben, dass ich die Gelegenheit habe, unseren Verband international zu vertreten an den internationalen Sitzungen in Europa vor allen Dingen. Ja, in erster Linie Europa. Dann gehst du in alle Länder da? Ja, dieses Jahr können wir jetzt die Möglichkeit auf Schottland zu gehen. Wir gehen auf Edinburgh. Das letzte Jahr war die internationale Konferenz, die findet nur alle drei Jahre statt. Die war in Leiden in Holland und da sind die Teilnehmer weltweit gekommen. Aber die jetzt dieses Jahr sind dann eigentlich europäische Verbände. Mit 358 Ludotheken und ein paar nicht angeschlossenen sind wir fast ein bisschen Spieleland. Gibt es denn Länder, die noch mehr spielen? Also wo noch mehr Ludotheken haben, ist glaube ich, nur Neuseeland. Die haben etwa gleich viel, aber sonst sind wir eigentlich eines der Länder, die am meisten Ludotheken hat. Das wäre aber das Ziel, gell? Neuseeland einmal. Kannst du das nicht hören? Nein, glaube ich nicht. Ach, schade. Bis jetzt hast du noch nichts so am Horizont, aber wer weiß, was noch kommt. Aber dass wir mit der Erdkugel zusammen, Neuseeland uns gegenüber liegt, dass wir irgendwie... Das Gleichgewicht ja. Vielleicht gehst, wer weiß. Ja, das ist ein guter Input, könnte sein, ja. Magst du daheim noch spielen? Tust du noch spielen? Ja, wenn ich nicht würde spielen, dann wäre ich da auf allen Platz. Ich liebe spielen. Das ist, das ist das, was es ausmacht. Was auch muss. Du musst auch Freude haben am Spiel, denke ich. Also muss. Ist sicher gut, wenn man das hat. Dann müsstest du aber irgendwie ein Spiel des Lebens und der Welt erfinden. Also Neuseeland wäre ja wirklich sein. Also wenn es schon steht, international ist das nicht auf Europa beschränkt. Das ist das Ziel, oder nicht? Das wäre ja das Ziel, wobei eben, es ist ein bisschen schwierig, das international auch zusammenzuhalten. Also es gibt ja ein internationales Komitee und die merken das natürlich auch, dass das sehr schwierig ist, da alle Länder zu erreichen oder eben ein Teil der Länder, der Kontinente schon. Das ist schwierig. Aber das Ziel wäre es eigentlich schon, dass man das alles ein bisschen verbinden könnte. Wird aber auch
in den nächsten Jahren noch nicht realisierbar sein. Tja, bin mir nicht so sicher, wo die rosa Ballone noch herfliegen. Ja, eben. Und wer eben träumt, der lebt auch länger. Und dann ist etwas Spezielles noch. Die eine, die heute Jubiläum hat, die liebt so Ballone. Und darum tun wir jetzt den Schirm so präparieren. Ja, 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 aber wer hat ein Jubiläum? Die Ludothek oder eine Frau? Eine Frau. Wir haben heute vier Frauen, die 10 Jahre Jubiläum haben in einem Gremium vom VSL. Ja. Aha. Ja. 10 Jahre gemeinnützige Arbeit, ja, da darf man schon etwas zusammenknüpfen, sich bemühen, ganz eindeutig. Christine Sunitsch, bei dir steht Ausbildung und Projekt, was heisst denn das? Jawohl, also ich bin zuständig für die Ausbildung vom VSL. Wir bieten für die Ludothekarinnen verschiedene Ausbildungs-, also Seminartage an, zu ganz verschiedenen Themen. Wir haben auch eine Basisausbildung, die dann 9 Tage dauert, und wir haben auch eine Führungsausbildung. Da bist du die Oberspielführerin, ja? Also ich bin die Oberchefin von der Ausbildung, das heisst aber in dem Sinn zuständig für die Organisation und dass das überhaupt stattfindet, also quasi von A bis Z, von der Idee, vom Thema für ein Seminar, bis es dann durchgeführt wird an diesem Tag. Und ich habe eine Kollegin, das ist Tanja Tham, die tut mich sehr stark in dem unterstützen. Was hast du gelernt? Bist du Lehrerin oder Spielefrau? Nein, ich komme aus dem kaufmännischen Bereich. Oh, völlig etwas anderes, gell? Ja, natürlich. Also ich spiele selbstverständlich sehr gerne spielen, aber die Ausbildungen, die wir machen, haben zum Teil nur mit Spielen zu tun. Es gibt auch andere Ausbildungen, zum Beispiel Arbeiten im Team oder Sitzungsleitung. Also alles, was die Frauen, in denen die Ludothekarin auch können für ihren Job in der Ludothek brauchen. Also nicht nur es geht nicht nur ums Spielen. Kaufmännisch ausbilden ist ja vielleicht nicht schlecht. Es gibt ja neue Spiele. Gell? Du musst ja ziemlich auskennen. Also fast ein bisschen computermäßig. Also, wie kommt denn das an? Digitale Spiele sind im Moment, es ist unterschiedlich. Eine Weile lang waren die sehr aktuell gewesen, also die Konsolenspiele. Mhm. Im Moment ist es natürlich so, dass digitale Spiele eigentlich abgelöst werden von Internetspielen. Also das heisst, die Kinder oder die Jugendlichen, die so Spiele spielen, spielen die mehr über das Internet und daheim direkt. Und in dem Sinn sind Konsolenspiele nicht mehr ganz so aktuell. Weißt du, es gibt doch hier auch an dieser Berufsschule, dem BCP, gibt es manchmal eine ganze Reihe, die dort sitzen. Man redet nicht mehr miteinander, das Handy vor sich und solche Sachen. Aber gell, Spielen bringt einem kommunikativ schon ein bisschen näher. Wäre vielleicht nicht schlecht, auch ein bisschen mehr zu spielen? Ja, selbstverständlich. Also Spielen fördert eigentlich alle Kompetenzen. Und insbesondere natürlich den sozialen Zusammenhalt tut das fördern, indem dass man eben miteinander an einem Tisch spielt, in einer Runde, und man hat Kontakt zu Leuten, und man hat Freude und Leiden, man gewinnt, man verliert, und das ist natürlich sehr spannend, würde ich jetzt mal sagen. Weißt du, es sind ja so viele Frauen und schon lange interessiert mich, ihr habt so die rosa Schleife, die rosa Ballone, da kommt mir immer so Prinzessin Aurora in singen. So. Weißt du, woher das kommt, das Rosa? Woher das Rosa genau kommt, weiss ich nicht. Das hat sicher damit zu tun, dass in unserem Logo schon das Rosa drin ist. Die Spieltöckeli, die sind ja rosa. Das war aber vor meiner Zeit, wo man das bestimmt hat, dass das rosa sein soll. Auf jeden Fall sind wir ganz glücklich mit dieser Farbe. Vielleicht gibt es Männer, die da nicht ganz so happy sind. Aber wir als Frauen, also wir finden, die Farbe passt wahnsinnig gut zu uns. Und es ist einfach eine Farbe, die total auffällt. Wenn es aber Männer kennt, oder was man vielleicht noch erahnen könnte, die müssen jetzt nicht dringend das rosa Schleifchen tragen. Nein, ich würde sagen, also nicht gerade ein rosa Schal. Ja. Aber, wo bist du schon modern, gell? Roger Federer läuft das rum. Auf jeden Fall. Und als ich vor ein paar Jahren in Frankreich war, habe ich ganz viele Männer gesehen, die sogar solche Poloshirts hatten. Also von dem kann man überhaupt nicht sagen, dass das eine Frauenfarbe ist. Also ich finde das auch sehr attraktiv für Männer. Das ist ja recht, das Schleifchen beim Ortspräsidenten, beim Heini Sein, das steht ihm gut. Ja, Heini, gell? Volles Engagement, hä? Ja, muss, ja. Ist schon ein bisschen speziell, gell? Wir als Mann sind fast ein bisschen Rarität da. Das kann man sagen, kommt man mal zur Geltung, hä? Ist ja schön, wenn man mal so zur Geltung kommt. Aber ein Unikat sind wir gleich nicht geblieben. Gianduric Galunder, das hätte nie daher verschlagen. Delegiertenversammlung. Boah, 30 Mann in Frauendien. Ja. Warum hat es so wenig Männer? Weiss ich jetzt so auch nicht. Zur Chur auch? Ja, also ich bin der Einzige in Chur oben.
Wir haben nur den Martin. Oh, haben wir noch. Ein Freelance noch? Nein, Martin ist ein zweiter. Seid der Frau hinten da, redet der Frau hinten da. Aber du, hey, was ist denn die Aufgabe zu Chur? Was machst du dort? PC-Support. Ah, wenn es mal heavy wird mit dem neuen Spiel, mit der neuen Konsole, dann braucht es Männer, gell? Ja. Ah, so. Bringst du es einer Frau bei, wie es geht? Ja, Mama. Oder ist es eine schwierige Geschichte? Nein. Geht? Es geht. Und jetzt hat die Frau nebenan gesagt, komm, gib mir mal ein Mikrofon. Sie hat gesagt, sie hätte noch mal einen Mann. Was wäre denn das für einen? Wir haben noch einen regulären Mitarbeiter bei uns, den Martin, der auch bei uns arbeitet. Seit... Was heisst bei euch? Woher kommst denn du? Auch von Chur. Auch von Chur? Das vorher war mein Sohn. Darum. Ach, so läuft das also. Ja. Also er hat müssen kommen, der Chandu. Nein, er müsste überhaupt nicht, er kommt freiwillig. Und der andere ist aber nicht dein Sohn? Nein, der andere hat sich bei uns gemeldet, als er gesehen, dass wir Stellen ausgeschrieben haben. Und hat sich beworben und arbeitet auch bei uns ehrenamtlich, wie alle anderen auch. Aber die anderen Männer arbeiten selten ehrenamtlich beim Spielen, die arbeiten beim Shooten. Darum meinst du, hat es so wenig Männer, ja, gell? Ja, denke schon, ja. Okay, aber wäre es überhaupt sinnvoll, dass mehr Männer kennen? Ja, ich denke schon. Es tut gut am Team. Wenn es ein gemischtes Team ist, ist immer gut. Es gibt andere Ideen, es gibt andere Input beim Spielen. Und auch Buben wollen spielen, nicht nur Mädchen. Also es können doch Männer auch spielen. Ich sehe nicht, warum nicht. So klare Worte von einer Frau lassen auf Männerquote hoffen. Und der hier links, der Grüne da, der jetzt gerade eben durchs Tor zur Zukunft im BCB gelaufen ist, das ist ein Hoffnungsträger. Der übernimmt sogar ein Präsidium in dies, ja. Also das BCB mit dem Tor zur Zukunft, das ist eben die Hoffnung. Vielleicht heisst es dann neu Tor zur Hoffnung, ja. Und wir haben geredet mit dem diesen Präsident. Platzi Maric, ist wirklich etwas Spezielles. Du bist ein Mann. Ich habe gehört, du übernimmst jetzt das Präsidium von der Ludothek in Diesentis. Ja, das ist so. Das ist eigentlich schon bestimmt worden. Aber erst ab dem Juni dann wirklich offiziell. Und du reingekommen bist, bist du auch ein bisschen verschrocken? Alles Frauen? Ich habe das eigentlich erwartet. Aber hängt das irgendwie mit dem Kloster Diesentis zusammen, dass ihr da so maskulin vorbildlich seid? Nein, ich glaube nicht, dass das zusammenhängt. Das hat es sicher gegeben. Ja, spielst du selber auch gerne? Ja, wir haben einen 6-jährigen Sohn. Dementsprechend spiele ich mit ihm jemanden hier. Ja, spielt auch sehr gerne. Monik Wunder, wie bist du den Platz jetzt überreden gekommen? Das war nicht so schwierig. Ich habe einfach gesagt, ich suche einen Präsidenten, nachdem ich es jetzt 22 Jahre gemacht habe. Und habe gesagt, ich hätte an ihn gedacht, er soll sich das mal überlegen. Und dann hat er mir zugesagt, was ich sehr schön finde. Ist eigentlich international denken dort in diesem Dienst, dann besteht ja deinen Dialekt, der gar kein diesen Dialekt ist, gell? Nein, ich habe dort aufgeheiratet. Ich bin eigentlich in Zürich und St. Gallen aufgewachsen. Ja. Und bin dann vor 30 Jahren. Und wie bist du denn zu dem Spielepräsidium gekommen? Eine Freundin und ich haben Kinder nicht im gleichen Alter gehabt und haben aber Spiele austauscht und dann hat es nicht funktioniert. Und dann haben wir irgendwann einmal gesagt, komm, wir machen eine Ludothek. Dann haben andere auch noch etwas davon und sind zu der Gemeinde. Und die Gemeinde ist gerade eingestiegen und gesagt, ja, wir haben hier einen Raum. Und dann haben wir das lanciert und sind an die Arbeit und so ist das gewachsen. Jetzt gibst du das Präsidium ab, mit einem weinenden Auge. Ja, aber ich bleibe noch in der Ludothek, weil ich spiele sehr gerne und meine Kinder sind ausgeflogen. Dann ist das meine Chance, mit dem Team zu spielen. Meine obligate Frage, spielen und verlieren oder nur spielen, wenn du gewinnst? Nein, auch verlieren. Okay. Das gehört dazu, sonst ist das Gewinnen nicht so schön. Ja, aber an diesem Tag hat es wirklich nur die Gewinnerinnen gegeben. Strahlende Gesichter, Hilfsbereitschaft. Oder? Nein, ein bisschen falsch ist gleich. Es hat auch Gewinner gegeben, aber ganz wenige. Vielleicht eine Männerquote, mindestens andenken, wäre vielleicht nicht schlechter. Eine Sinn hat es gezeigt, wie man das machen kann, wie engagiert das man sein kann. Ja, und andere eben hier auch. Und während wir uns die Bilder anschauen, bleibt mir noch mal zeigen, die Ludothek Werdenberg, die zu Buchs, das ist eben die nächste. Und da könnt ihr wirklich Spiele ab 12 Monaten bis auf zum Oma-Opa-Alter holen. Bauen und konstruieren, elektronisches Spiel, Familienspiel, Grossspiel, Hörspiel, Instrument, Kinderspiel, Puzzle, Rollenspiel, Spiele im Freien, also bis gegen 2000 Spiele in der Ludothek Werdenberg. Und da bin ich 180 Delegierten, da hat es auch Roman darunter gehabt. Oh, bienvenue à vous, ça va? Oui, bien et vous? Vous êtes où? Lasagne. Lasagne? C'est quand même près de 3h30 de route.
Ouais. Ça allait partir trop vite. Allez. Ouais. Il y a ma nièce qui travaille jeudi, mais vous n'êtes pas l'Assemblée des délégués cette année, c'est à Bourg, c'est ma nièce. Du, aber dann, wie fühlt man sich da so unter Frauen, unter so vielen Frauen? Ja, das ist natürlich ganz lässig, aber noch fast schöner finde ich, dass man auch wieder einmal Französisch gehört, dass die Romans da sind. Genau, gell? Das habe ich so gern, das erinnert mich an mein früheres Leben. Und unsere Frau Roffler, gell, voll im Element, gell? Ja, wunderbar, ja. Nein, das finde ich schön. Nein, und ich meine, hey, perfekt organisiert da. Also ich staune nur noch, wenn das der Ortsgemeindepräsident dann aktiv ist. Gell? Gibt es nicht überall. Ja, da ja, genial, genial. Das Tempel auf Seite. Nein, nein, Bux macht, zeigt sich von seiner besten Seite. So war es. Und dann ist es losgegangen. Das Glöckli hat zur Delegiertenversammlung gerufen und dann ist es reingegangen. Die vielen, vielen Deutschschweizerinnen, die wenig Deutschschweizer und eben die Homo, man hat sich eingedeckt, man hat gewusst, es gibt vielleicht eine lange Delegiertenversammlung, eine interessante mit Sicherheit. Es ist alles gesittet vonstatten gegangen, kein Gedränge, eingedeckt mit Kommunikation und mit Wasser, mit oder ohne Kohlensäure. Und dann ist es reingegangen in die Aula. Vorne hat der Hans-Rudi Bucher noch mit dem Dolmetscher geredet, der eben in französische Sprache übersetzt hat. Und dann hat er das Wort an die Delegiertenversammlung gerichtet. Geschätzte Stadtpräsident Daniel Gut, geschätzte Präsidentin Erika Rutishauser, geschätzte Anwesende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich heiße euch herzlich willkommen im Box zu der Delegiertenversammlung vom Verband der Schweizer Bibliotheken. Applaus für Hans-Rudi Bucher und dann der Stadtpräsident Daniel Gut. Geschätzte Damen und Herren, der Bildungswert des Spielens, das muss ich Ihnen ja eigentlich gar nicht sagen, aber ich sage es trotzdem, für die Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit ist elementar. Vom spielerischen Umgang mit der Materie ist der Mensch schon immer fasziniert gewesen. Der Mensch will spielen. Das liegt in seinem Wesen. Davon zeugen ja schon zahlreiche Höhlenmalereien, davon zeugen Tongefäße von frühen Hochkulturen. Spielen ist ein Kulturgut, nicht einfach darum, weil schon die Griechen und Römer das gemacht haben, sondern weil Spielen unterschiedlichste Fähigkeiten von uns Menschen für das Leben entwickeln. Wir lernen als Kinder den sozialen Umgang mit anderen im Spiel. Wir machen Erfahrungen, wir lernen, mit Gefühlen umzugehen, beim Verlieren und beim Siegen. Beim Spielen lernt man auch den Umgang mit gesellschaftlichen Regeln. Um es mit Oscar Wilde auszudrücken, man sollte immer ehrlich spielen, wenn man alle Trümpfe in der Hand hat. Im Spiel sind wir kreativ und müssen uns manchmal auch anstrengen und doch letztlich entspannt uns das gemeinsame Spiel und wir können mit unseren Lieben vom Alltag uns erholen. Ich selbst gebe meine Jassabende mit Freunden auf gar keinen Fall her. Geschätzte Damen und Herren, Ludotheken nehmen eine ganz wichtige Rolle ein, wenn es darum geht, dass Kinder mit guten Spielen ihre Entwicklung fördern können. Nicht in jedem Haushalt ist das Geld vorhanden, immer das neueste Spiel zu kaufen. Und so ist die lokale Ludothek für viele der Ort, der ihnen eine ungezwungene Kindheit ermöglicht, wo die sozialen Differenzen kleiner werden. Dieses Angebot ist nur möglich, weil viele Frauen und einige Männer mit ihrer freiwilligen Arbeit die lokalen Ludotheken erst ermöglichen. Natürlich macht die Arbeit auch Spaß. Sonst wären nicht 1,5 Millionen Schweizerinnen und Schweizer in gemeinnützigen Vereinen. Aber trotzdem, ohne eine gewisse Selbstlosigkeit und ohne ein ausgeprägtes Verständnis für gesellschaftliches Engagement, lässt sich der geleistete Einsatz von Ihnen nicht begreifen. Wie ich hier im Jahresbericht entnehmen konnte, leisten Freiwillige im Verband über 6.500 Stunden im Verband Arbeit pro Jahr, das entspricht über 3 Vollzeitstellen. Wenn ich mir dann vorstelle, was alles noch in den über 350 lokalen Ludotheken in der ganzen Schweiz geleistet wird,
dann kann ich mich bei Ihnen nur ganz, ganz herzlich bedanken. Buchs ist Spiel- und Sportbegeistert. Dies hat sich auch am 9. Nationalen Spieletag gezeigt. Die Ludothek Werdenberg organisierte mit Hilfe des Lukashauses, der Therapiestelle des Schweizerischen Roten Kreuzes Buchs und dem CEWI einen abwechslungsreichen Spieletag. Bewegungsspiele, ein Sinnespfad, ein Rollstuhlparcours, verschiedene Geschicklichkeitsspiele oder die Möglichkeit zum Kinderschminken haben diesen Spieletag in Buchs zu einem echten Familientag gemacht. Geschätzte Damen und Herren, ich möchte die Gelegenheit beim Schopf packen und meine Grußworte an Sie mit einer Bitte abschließen. Bleiben Sie weiterhin so motiviert, so engagiert, wie Sie sind und bereichern Sie unser Leben mit Spielen in Ludotheken. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz herzlich eine schöne, erfolgreiche Delegiertenversammlung hier in Buchs und selbstverständlich auch noch etwas Spaß beim Zusammensein und vielleicht Spielen. Tja, ein Spieler ist ein Geschenk dann auch für Daniel Gut von der Erika Ruti Sauser. Er kommt von der Ludothek Buchs Werdenberg ein Päckchen über mit dem Kuhhandel drin. Sie haben gefunden, das passt in der Politik. Und wir hätten da auch noch Spiele, die wir noch oben drauf packen würden. Ist das gut? Ganz herzlichen Dank. Kuhhandel, da können wir noch drüber diskutieren. Danke vielmals. Ein Geschenk in Gaul schaut man nicht ins Maul. Der Kuhhandel ist nun einmal ein Geschenk und er ist verordnet. Übrigens auch für Martin Klöti, für den Kulturminister. Sie sind Politiker. Auch für Sie hat es einen Kuhhandel da drin. Also kein Jazzspiel, aber ein Kuhhandel, das passt offensichtlich ganz gut, von wegen Bauernhof und so. Ja, es war der Kuhhandel dann aufgenommen. Die Delegiertenversammlung wäre noch lang gegangen. Der Martin Klöti hätte dort noch länger müssen sitzen. Mir hat es passiert und ich habe den Kuhhandel gemacht und ihn dann sanft entführt zum Interview. Ja, Martin Klöti, was führt Sie daher zu dieser Spielveranstaltung, die vor allem ja, feminin prägt ist? Also, ja, fest, es sind drei Männer, also Gott sei Dank sind sie alle noch gekommen, gell? Ja. Und ich bin noch da, also es ist wirklich eine Frauenangelegenheit. Was führt Sie daher? Ja, das sind die Organisationen von der Ludotheken. Schweizerisch sind sie organisiert als Verband, wo eben sich gegenseitig unterstützt, wo Ludotheken betreiben. Und wir haben ja auch da eine sehr schöne Ludothek in Buchs, im Werdenberg. Und ich bin froh, dass die Organisation auch mal eine Generalversammlung in unserer Region Werdenberg abhaltet. Und ich bin eingeladen worden schon bald vor 2 Jahren und habe den Termin zugesagt und bin natürlich auch darum sehr gern gekommen. Jetzt zu der Frage, warum sind echt so viele Frauen in dieser Organisation ist ja komisch, engagiert? Nicht? Das ist nicht speziell komisch, sondern weil es geht ja darum, dass die Menschen, die anfangen zu spielen, sehr jung sind. Und das Spielen ist etwas, das eine Mutter mit dem Kind sehr viel pflegt. Und darum ist eigentlich die Ablösung von der Mutter, Kind, Richtung Schule, die geht übers Spielen. Und die läuft dann eben über Ludotheken. Und darum ist es sehr verständlich, dass sehr viele Mütter oder Frauen sich für die Ludotheken engagieren. Sie spielen auch gerne, gell? Aber nicht unbedingt Jassen. Nein, Jassen tue ich nicht. Obwohl mein Grossvater hat das Ziel gehabt, allen Enkeln Jassen beizubringen. Wir mussten das auch lernen. Mein Bruder hat noch weiter gejassen. Der jasset heute noch, wenn er aus den USA zurückkommt, trifft er immer seine alten Jass-Kollegen. Ich habe nie gejasset, weil ich bin irgendwie, wenn ich im Militär unterwegs war und es mal langweilig war, dann habe ich irgendwo aus meinem Camper ein Reklambüchlein rausgezupft und habe Literatur genossen. Und habe gelesen, habe Theaterstücke gelesen, habe Literatur, Roman, alles Mögliche gelesen. Ist ein bisschen speziell, gell? Lehrer, ehemalige und was solche sind, die jassen eigentlich eher nicht gerne machen, aber andere Spiele können nicht. Lehrer schlecht verlieren, zum Beispiel. Ja, oder wahrscheinlich Politiker. Schon. Ja, ja, ja. Also, nein. Wir haben ja dort die wunderbaren Klischee, oder? Dass die Lehrer immer alles besser wissen, dass die Lehrer nicht gerne verlieren oder dass die Lehrer zu viel Ferien haben. Mit diesen Klischee sollte man bitte abfahren. Weil ein Lehrer, eine Lehrerin, die braucht natürlich auch sehr viel Zeit, um eben wieder etwas zu entdecken, was sie dann den Schülerinnen und Schülern beibringen kann. Und darum ist die unterrichtsfreie Zeit, das ist nicht einfach Ferien, sondern das ist auch Zeit, wo man regeneriert, wo man Sachen vorbereitet für die Unterrichtszeit nachher. Und bei der Geschlechterverteilung auf Unterstufe, Mittelstufe, Oberstufe, da ist es tatsächlich so, dass es in der Unterstufe fast eher ein bisschen zu wenig Männer hat.
finde das interessant, wenn auf einer Unterstufe auch Männer unterrichtet. Sag ich auch, da müssen wir endlich mal eine Männerquote einfordern. Also da muss jetzt mal her. Also mit Quote bin ich nicht zu haben, aber trotzdem. Gut, okay. Man soll es einfach ansprechen. Spielen, ja. Ganz vielseitig spielen, das muss nicht unbedingt so sein, wie wir es jetzt machen. Also mit ausgeklügelten Spielen, sondern kann auch ganz einfach sein. Also, Sie haben gesagt, Sie haben Ihren Partner in Tunesien aufgewachsen. Ich denke, mit meinem Jahrgang bin ich ähnlich aufgewachsen. Wir haben auch keine ausgeklügelten Spiele, keinen Fernseher und so weiter. Genau. Man hat trotzdem gespielt. Man kann auch einfach spielerisch ins Leben kommen, oder? Es ist natürlich so, dass Kinder eine unglaubliche Fantasie haben. Und die Welten, die sind so gross. Und die Ideen und Gedanken bei den Kindern, die kann man mit irgendetwas entlocken und umsetzen. Das müssen nicht schon ausgeklügelte Spiele sein, das ist auch schön. Aber sie können mit einfachsten Sachen, mit Stein, mit Äst, mit alten Konservenbüchsen, sie können irgendetwas anfangen. Und darum, in allen Ländern dieser Welt wird gespielt, ob man jetzt gut ausgerüstet ist oder nicht gut ausgerüstet ist. Das Spielen ist ein Drang in den Menschen, das zu machen, und den kann man irgendwie verwirklichen. Und meine letzte Frage, beim Spielen lernt man auch verlieren. He? Das ist jetzt gerade in unserer Funktion bei mir als Lehrer, bei Ihnen als Regierungsrat, noch relativ wichtig, dass man lernt zu verlieren, oder nicht? Das ist so. Wir haben häufig so ein bisschen scherzhaft in der Regierung entscheidet, die sind nicht eben Win-Win, sondern Lose-Lose. Genau. Man kann nur noch auslesen, was ist eigentlich das weniger Schlimme. Und man gehört dann manchmal natürlich in der Politik zu der Verliererseite. Aber das ist ein elementarer Teil von unserer Demokratie, zu akzeptieren, wenn eine Mehrheit so entscheidet. Ob man das jetzt gut findet oder ob das wirklich gut war, dass man überstimmt worden ist, das muss man einfach aus der Welt schaffen und sagen, das ist eine andere Rationalität, eben die politische Rationalität und nicht eine wirkliche Rationalität. Also darum muss man lernen, zu sagen, das gibt es, dann geht man wieder mit einem anderen Ansatz, vielleicht als gleiche Projekt, oder man überlegt sich etwas vollkommen anderes. Man sucht wieder einen neuen Weg. Und auch mit der Niederlage gut wieder in die Neuzeit starten, von neuem anfangen, ich glaube, das ist lebenswichtig. Es ist besonders wichtig, dass man eben nicht sozusagen sich zutut, dass man so abgehärtet ist, dass man so einen harten Kern hat, dass überhaupt nichts mehr an einen herankommt. Man darf wirklich verletzlich bleiben und man soll sich einfach in der Verletztheit gefasst zeigen. Das ist, glaube ich, das Geheimnis. Aber man soll nicht sich so einmauern, dass einem gar nichts mehr angreift. Das wäre schade. Ja, dann also her ans Leben, ans vielfältige Leben, ans lustvolle Leben. Vielleicht spielen öffnet einem neue Möglichkeiten für eben ein lustvolles und vielfältiges Leben. Die Ausstellung am Schluss hat die Möglichkeiten gezeigt, aber natürlich nur ein paar Möglichkeiten. Ein Herz, das Liebe symbolisiert, und dann trüllt man es wird ganz etwas anderes daraus. Aber man kann ja wieder ein Herz machen. Also das Leben kennt doch einen Haufen Wendungen, einen Haufen Ecken, vielleicht auch einen Haufen schroffe Felsen, vielleicht auch weiche Teile. Und eben spielen, das ermöglicht einem ja immer wieder einen Neuanfang. Lernen zu verlieren, lernen zu gewinnen, in dieser Ambivalence zu leben, das ist doch wirklich etwas Schönes, sich der Weg durchs Leben eben zu bahnen und eben auch etwas zu probieren. Auch wenn es vielleicht zuerst über nicht gerade geraten, eben, wenn man zuerst auch scheitert, dann vielleicht Vertrauen fassen, vielleicht mit einem Spielpartner, mit einer Partnerin zusammen aufs Neue etwas nochmal probieren. Das Spiel des Lebens, das ist mir spätestens bei dieser Veranstaltung bewusst worden, das hat eigentlich sehr viel mit Spiel zu tun.